Wir waren eine Band auf Mission. Wir wollten die Welt verändern und irgendwann ist man einfach erschöpft. Wir haben gute 500 Konzerte im Jahr gemacht und wir hatten ein Vermögen verdienen dürfen. Das war ein Sechser im Lotto. Das ist eigentlich nicht sehr gesund, wenn du nicht gefestigt bist, als junger Mann alles haben zu können, was man will. Und ich habe das brutal ausgenutzt. Obwohl wir solche Songs gesungen haben wie Ave Maria oder Take My Hand oder Friede, Feuer oder I Wish I Was an Angel. Backstage geht was anderes ab manchmal oder öfters. Nur irgendwann starb der Papa. Das war dann eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich stand da ohne Geld. Ich hatte ja kein Konto, sondern wenn ich etwas brauchte, habe ich einfach Geld genommen. Da steht man da und denkt, was mache ich jetzt? Ich wollte mich ein bisschen challengen und ich dachte, ich gehe zur Straße, ich spiele, ehrliche Arbeit, ich verdiene mein Geld und voila, fuck you all, ich kann das. Die meisten Leute sind einfach vorbeigelaufen und das war für mich sehr schwierig, mental. Ich war erstmal so, hä, an mir läuft doch keiner vorbei. Ich hatte nicht nur kein Cash, ich war in 30.000 Minus und ich habe mich entschieden, einfach weiterzumachen, nachdem ich mit meiner Frau gesprochen habe, hat sie gesagt, mach weiter, gib nicht so leicht auf. Und ich ging, baute auf und lernte, gegen meine Launen zu kämpfen und einfach zu arbeiten. Innerhalb von 6 Monaten habe ich dann uns wieder auf Null gebracht und dazu noch ein bisschen Geld für 1, 2, 3 Monate oder so gehabt. Und das war echt, oh, das war groß für mich, ja. Das ist das Leben. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute das hier bin, überhaupt. Wenn ich dann aufstehe im Morgen, ich mache die Augen auf, ich sage dann, lieber Gott, danke, dass ich diesen heutigen Tag sehen darf.